Tiere haben die Fähigkeit, ihre Ernährung an veränderte Lebensbedingungen anzupassen. Einige fressen ungewöhnliche und sogar tödliche Lebensmittel. Aber wie ist es hierzu gekommen? Von Raupen über Bären bis hin zu Plankton. Finde heraus, wie sich diese Lebewesen dazu entwickelt haben, dass sie Nahrung zu sich nehmen, die sie eigentlich umbringen sollte. Bleib auf jeden Fall bis zum Schluss, du wirst überrascht sein. Amazing! Woohoo! Widderchenraupen gegen Cyanid. Viele Pflanzen wollen nicht gefressen werden, also haben sie etwas entwickelt, um sich zu schützen. Das Kleeblatt ist eine. Es produziert Blausäure, eine Substanz, die sehr tödlich sein kann. Sie beeinträchtigt die Sauerstoffverwertung im Körper und kann Lunge, Gehirn und Herz schädigen. Echt fies. Das Widderchen hat sich jedoch so entwickelt, dass es sich hierdurch nicht selbst verletzt. Als Raupen fressen sie die Blätter, die erhebliche Mengen an Cyanid enthalten. Anstatt sofort tot umzufallen, speichern sie die giftige Substanz, um sie später zu verwenden. Nachdem sie sich zu Schmetterlingen entwickelt haben, wird sie freigesetzt, wenn Fressfeinde in der Nähe sind. So bleiben sie vor Schaden bewahrt. Sie nehmen Gift zu sich, um andere zu vergiften. Ideale Lösung. Monarchfalterraupen gegen Seidenkraut. Auch dieser Falter hat sich so entwickelt, dass er ungehindert eine Pflanze frisst, die ihn eigentlich umbringen sollte. Und welche? Seidenkraut. Eigentlich ist es das Einzige, was die Krabbler gerne fressen. Sie sieht hübsch aus, aber wenn wir Menschen sie verzehren, kann es zu Übelkeit, Schwäche, Krämpfen, Atemlähmung und im Extremfall zum Tod kommen. Sie ist so toxisch, dass afrikanische Wilderer in der Vergangenheit Gift aus ihr extrahierten, um es auf die Spitzen ihrer Pfeile zu streuen. Was machen also diese Tierchen, um sich zu schützen? Forscher haben herausgefunden, dass im Lauf der Zeit mehrere Mutationen in ihren Genen auftraten, die es ihnen ermöglichten, gegen diesen Stoff resistent zu werden. Die Natriumpumpe, die alle Tiere haben und die normalerweise geschädigt wird, wird hier nicht beeinträchtigt. Sie sind die einzigen, die sich von dem Kraut ernähren, andere Insekten würden sterben. Klasse, oder? Sie müssen nichts teilen. Hyäne gegen Knochen. Diese Raubtiere sind dafür bekannt, dass sie hartnäckige Jäger sind. Sie erlegen fast jedes Lebewesen, Zebras, Gnus, Giraffen und sogar kleine Elefanten. Sie sind nicht nur geschickt, sondern auch Aasfresser, die kein Problem damit haben, die Reste der anderen zu verspeisen. Wenn sie Lust auf einen Snack haben, fressen sie auch Vögel und Eidechsen. Aber wenn du dachtest, dass Fleisch genug sei, dann wirst du dich wundern. Hyänen verzehren auch Knochen. Sie haben gewaltige Kiefermuskeln, mit denen sie die härtesten Gebeine zermalmen können. Du fragst dich vielleicht, wie sie das verarbeiten können, aber ihr Verdauungssystem hat sich so angepasst, dass sie aus dem, was sie zu sich nehmen, so viel Nährwert wie möglich gewinnen. So können sie auch die Hörner und Hufe fressen, die sie gefunden haben. Koalabären gegen Eukalyptus. Koalabären sind niedlich und man könnte meinen, dass alles, was sie tun, bezaubernd sei. Angefangen dabei, wie sie schlafen, bis hin zu dem, was sie fressen. Aber wusstest du, dass Eukalyptusblätter giftig sind? Die meisten Lebewesen können sie nicht essen, aber diese bezaubernden Geschöpfe mampfen sie stundenlang. Die meisten sind in der Lage, an einem Tag mindestens 2 Pfund zu verzehren. Das enthaltene Cyanid macht ihnen nichts aus. Ist dir bekannt, dass Baby-Koalas den Kot ihrer Mutter verspeisen? Diese Baby-Nahrung erhöht die Anzahl der Bakterien in ihren Därmen, was ihnen bei der Verdauung des Giftes hilft. Aber warum verzehren sie nichts anderes? Nun, Umweltfaktoren ließen ihnen keine andere Wahl und über hunderte von Jahren war dies alles, was sie finden konnten. Sie mussten sich also irgendwie anpassen. Sie entwickelten die Fähigkeit, die enthaltenen Stoffe loszuwerden. Rotbauchschwanzotter gegen Rohrkröten. Wir bleiben noch eine Weile in Australien. Diese Kriechtiere fressen Rohrkröten, die mit starken Toxinen gefüllt sind. Die meisten Schlangen starben nach dem Verzehr einen schmerzhaften Tod. Nicht so die Rotbauchschwarzotter, die sich im Laufe der Zeit an die Gifte gewöhnt und sogar kleinere Köpfe entwickelt hat, die sie daran hindern, größere Frösche zu fressen. Das verringert die Anzahl der Substanzen, denen sie ausgesetzt sind.
Einige Reptilien sind auch länger geworden. All diese Veränderungen traten nach der Besiedelung der Rohrkröte 1935 auf. Vorher gab es sie in Australien nicht. Ihr Hauptzweck war es, Zuckerrohrkäfer zu beseitigen, die zu einer Plage geworden waren. Entweder fressen oder gefressen werden. Und das ist das Schicksal der Rohrkröte. Papageien gegen Lehm. Lehm ist mit allen möglichen Dingen gefüllt. Wenn wir eines Tages beschließen, diesen zu essen, riskieren wir eine Schwermetallvergiftung, Hyperkaliämie, ein Zustand, der durch zu viel Kalium im Blut verursacht wird, und Magen-Darm-Probleme. Aber für diese prächtigen Vögel ist er ein wichtiger Bestandteil ihrer Ernährung. Anstatt durch den seltsamen Geschmack geschädigt zu werden, profitieren sie von der Tonerde, die schädliche Giftstoffe aus ihrem Körper filtert. Es ist wie eine Entgiftung, die noch dazu ernährungsphysiologische Vorteile mit sich bringt. Zum Beispiel ist sie eine hervorragende Natriumquelle. Wie funktioniert das? Die Toxine werden durch einen Prozess neutralisiert, der Adsorption genannt wird. Das bedeutet, dass der Lehm die Stoffe bindet, bevor sie vom Magen-Darm-Trakt aufgenommen werden können. Großtrappen gegen Blasenkäfer. Die meisten Tiere, die wir bisher gesehen haben, fressen giftige Pflanzen oder Lebewesen, um zu überleben. Aber wusstest du, dass es einen Vogel gibt, der das aus Liebe tut? Die männlichen Großtrappen verzieren giftige Blasenkäfer, um den Weibchen zu beweisen, wie mutig sie sind. Bevor wir fortfahren, müssen wir betonen, dass diese Käfer absolut schrecklich sind. Es ist gefährlich, sie zu essen, denn sie scheiden Cantharidin aus. Wenn dieser Stoff mit irgendeinem Körperteil in Berührung kommt, kann er Reizungen und Blasenbildung verursachen. Sie sind auch für Schafe und Rinder äußerst giftig. Den Ortistarda ist das egal, denn sie nutzen die Toxine zu ihrem Vorteil. Nachdem ein Männchen einige verspeist hat, töten sie alle Parasiten ab, die sich möglicherweise in ihrer Kloake befinden. Das Weibchen untersucht diesen Bereich. Und wenn es sich davon überzeugt hat, dass es sauber ist, erteilt es ihm die Erlaubnis, sich mit ihr zu paaren. Interessante Voraussetzung, nicht wahr? Plankton gegen Plastik. Wäre es nicht klasse, wenn du dein Getränk austrinken und dann den Strohhalm essen könntest? Vielleicht sogar auch den Becher? Aber das wirst du nicht tun. Eine Ernährung mit Plastik kann zu Asthma, Fehlgeburten, abnormaler sexueller Entwicklung und in extremen Fällen zu Krebs führen. Den meisten Lebewesen ist das bekannt, aber nicht dem Plankton. Das ist wohl unsere Schuld. Unsere Ozeane sind inzwischen so verschmutzt, dass es viele winzige Plastikpartikel gibt, die als Mikroplastik bezeichnet werden. Sie sind kleiner als 5 mm und werden fast überall gefunden. Das Plankton nimmt den Kunststoff auf, was sich nicht wirklich von dem unterscheidet, was es regelmäßig zu sich nimmt. Natürlich werden durch den Verzehr schädliche Giftstoffe in den Körper eingebracht und obwohl sie nicht sofort geschädigt werden, kann dies zum Tod führen. Kamel gegen Salzwasser. Wenn du ein Haustier besitzt und es mit Salzwasser fütterst, wird es wahrscheinlich denken, du hättest den Verstand verloren. Es sei denn, es ist ein Trampeltier. Zu erkennen an ihren zwei Höckern. Sie sind vom Aussterben bedroht und kommen in Teilen Chinas und der Mongolei vor. Sie haben eine Besonderheit. Ihr bevorzugtes Getränk ist Salzwasser, das einen höheren Natriumchloridgehalt hat als Meerwasser. Aber das ist noch nicht alles. Ihr Lebensraum war 25 Jahre lang ein nukleares Testgelände und irgendwie haben die Reittiere die Strahlung überlebt und sich fortgepflanzt. Die Wissenschaftler haben keine Ahnung, wie sie das geschafft haben. Wenn dir dies zu verrückt erscheint, um wahr zu sein, dann wird dich die stachelige Ernährung dieses Artgenossen erschaudern lassen. Kamel gegen Kaktus. Hattest du jemals Lust auf etwas Grünes mit Stacheln? Wahrscheinlich nicht. Du hast sicher schon gemerkt, dass sich viele Tiere an die Nahrungsquellen in ihrer Umgebung angepasst haben. So ist es auch bei den Kamelen, die Kakteen fressen. Das muss doch furchtbar schmerzhaft sein, oder? Sind sie Masochisten? Nicht ganz. Sie sind in der Lage, diese wie Marshmallows zu schlucken und empfinden dabei keinerlei Unbehagen. Das liegt daran, dass sie harte Lippen und Münder haben, die mit Papillen gefüllt sind, kleinen harten fleischigen Fortsätzen.
Dank dieser können Sie die Pflanzen mühelos kauen, was angenehm und schmerzlos ist. Und wenn du dich fragst, warum sie solch ungewöhnliche Nahrung zu sich nehmen, so liegt es daran, dass es in der Wüste keine große Auswahl gibt. Besser als zu verhungern. Welche der genannten Lebensmittel würdest du am ehesten probieren? Kakteen, Käfer, Plastik, Kröten? Wie abenteuerlustig bist du? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Wir hoffen, dich bei einem unserer nächsten Videos wiederzusehen. Bis zum nächsten Mal.